Herzlich willkommen zu den MaxTube News im Dezember 2014. Zum zweiten Mal öffnet die Max-Eid-Schule ihre Türen. Mit viel Einsatz und Begeisterung stellten Schüler und Lehrer die Max-Eid-Schule vor. MaxTube war natürlich vor Ort. Röhrende Motoren, knallende Chemikalien und Models auf dem Laufsteg. Am Tag der offenen Tür gab es für jeden etwas zu sehen. Techniker, Landwirte, Handwerker und noch viele andere Spezialisten gaben spannende Einblicke in die Bildungsangebote der Max-Eid-Schule. Natürlich kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. In der Kaffeelounge, der Pasteria oder dem Märchencafé gab es für jeden Gaumen das Passende. Die Max-Eid-Schule verfügt nun über eine topmoderne Werkhalle und neue Fach- und Unterrichtsräume für die Landesfachklassen Karosserie und Fahrzeugbau. MaxTube besuchte die Einweihungsfeier. Zu einer ganz besonderen Einweihung trafen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von Verbänden an der Max-Eid-Schule. Nach rekordverdächtiger Bauzeit weihten Schulleiterin Claudia Galetzka und Landrat Manfred Göhrig die neue Werkhalle und neue Fach- und Unterrichtsräume ein. Koordinator Dietmar Quehl präsentierte stolz die neuen Möglichkeiten für die Landesfachklassen Karosserie und Fahrzeugbau. Alle Anwesenden waren sich mit Landrat Göhrig einig. Als nächstes soll die Bundesfachklasse Mitte nach Alsfeld geholt werden. Drei Auszubildende unserer Schule besuchten Anfang November unsere Partnerschule in Karlstadt, Schweden. Zwei Wochen lang lernten sie den Arbeitsalltag in ihren Praktikumsbetrieben, das schwedische Schulsystem und die Herzlichkeit ihrer Gastfamilien kennen und schätzen. Schüler der Fachoberschule Technik haben einen 3D-Drucker zusammengebaut und konfiguriert. Mit viel Engagement lösten die Schüler alle Probleme und präsentierten stolz erste Ergebnisse. Zum diesjährigen Aktions- und Infotag stellte die Max-Eid-Schule wieder ihre Ausbildungsangebote den Schülern der 9. Klassen in unserer Region vor. Kollege Hanisch berichtet. Auch in diesem Jahr konnten sich Schüler aus der Region wieder über das breite Angebot der Max-Eid-Schule informieren. Schüler und Lehrer der Schule beantworteten geduldig die Fragen der Realschüler zu den verschiedenen Bildungsgängen. So wurden für einige Besucher die großen Zukunftsfragezeichen zumindest etwas kleiner. Die Stadt ist für uns beide zu klein, Fremder. Eine Delegation aus Xiamen, China, besuchte die Max-Eid-Schule, um sich über das duale Ausbildungssystem zu informieren. Die chinesischen Lehrer waren tief beeindruckt von der guten Ausstattung der Fachräume und den hohen Qualitätsstandards in der Ausbildung. Der Autor Leonard Seidel besuchte unsere Schule für eine Lesung aus seinem neuen Buch. Kollege Hanisch hat sich den Autor angehört. Drogenmissbrauch, Pflegenotstand und Rechtsradikalismus. Autor Seidel behandelt schwere Kost in seinem neuen Buch. Trotzdem oder gerade deswegen, die Schüler waren beeindruckt von der Lesung und den persönlichen Erzählungen des Autors. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind wichtige Themen an unserer Schule. Schüler des beruflichen Gymnasiums Datenverarbeitung bauten mit ihrem Lehrer Johannes Breit einen Mini-Rechner, der lediglich 2,5 Watt verbraucht, 95% weniger als gewöhnliche PCs. Betreiben lässt sich der Computer zum Beispiel mit dem neuen Solarkoffer, den unsere Energiegenossenschaft Mesa Energie für Schülerprojekte angeschafft hat. Weihnachten steht vor der Tür. Zeit für Hessens kleinsten Indoor-Weihnachtsmarkt. Die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung verkauften auch in diesem Jahr wieder attraktive Weihnachtsgeschenke aus eigener Produktion. Und natürlich boten die Backstube und die Hauswirtschaft wieder allerlei weihnachtlichen Leckereien an. Jetzt kann Weihnachten kommen. Tja, Kollege Janisch, haben wir das erste Jahr sauber hinter uns gebracht, oder? Hat gepasst, allerdings. Ja, dann bleibt uns eigentlich... Warte mal kurz. Regie? Mach noch mal ein bisschen weihnachtlicher hinten. Und Tontechnik, Musik. Dann bleibt uns eigentlich im Namen von MaxTube zu wünschen an alle unsere Freunde fröhliche Weihnachten. Guten Rutsch. Und wir freuen uns immer auf Rückmeldungen von euch. Schickt uns eine Mail. Ja, und wir verabschieden uns. Wie war das mit
Es ist nur Platz für einen in unserer Stadt. Tschüss, macht's gut.